Und da sind wir wieder und weiter geht's. Unser Bengel ist auch schon ganz ungeduldig und wartet auf uns. Und rinnt ins Loch. Ich will nur mal kurz gucken. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Finden Sie einen Schachteingang? Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Na, dann tun wir das mal. Vielleicht finde ich auch einen Stromgenerator. Da ist ein Schacht. Er hat ihn markiert. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ein bisschen rumlaufen, wir brauchen noch Material. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Gucken, wie lange noch? Sweetheart. Jetzt will er uns helfen und wahrscheinlich verreckt er. Ich meine, das ist ja immer so. Der Arme. Wollen wir nicht unsere Batterien komplett verschwinden? Ja, komm. Move it. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Wie auch alles blitzt und donnert und funkt und oh mein Gott. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Turtle-Modus. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe. Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Folgen Sie mir. Wenn ich die wäre, weiß nicht. Wenn die wüssten, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, ich würde einen Scheiß tun, um... Mensch, jetzt habe ich es wirklich geflüstert. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden? Ihr seid scheiße. Nicht nur die Menschen sind gefährlich, nicht nur das Alien ist unser Problem. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Tür am Ende? Okay. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Oh ja, ja. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Diskutieren führt zuerst ein Problem. Den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit! Komme ich jetzt hier raus, ohne dass sie mich gleich finden? Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst.
Ratte. Muss eine verdammt große Ratte gewesen sein. Ich weiß doch auch nicht. Irgendwer macht uns hier Ärger. Wahrscheinlich Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Weg. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Bis jetzt gefällt er mir. Es war ein bisschen strange, aber die anderen, ich glaube, die hätten mich sofort umgelegt, die Wichser. Ja, erstmal speichern. Speichern ist immer gut. Ich meine, keine Kraftausdrücke, ja? Ich meine, die bösen Buben. Oh Gott. Mann. Nicht hier rein, oder? Doch hier rein? Das ist ja gut, ich gehe ja schon. Ich bin im Kampfmodus hier. Wie weit? Noch. Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Nee, nicht wirklich. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Ja, sorry, dass ich gerade unterbrechen muss, aber wir müssen mal check the system. Okay, was haben wir denn hier Feines? Es habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorge um den Zoll. Sinclair hat seine Truppen gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben seinen Preis. Bailey. Oh, Bailey. 2-Männer-Regel. Ners und Leonard, die beiden haben die erste Schicht an der Tür, also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher. Nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss, nach der 2-Mann-Regel. Will heißen, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Und das ist also die sicherste Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das gilt nur für uns und sonst niemanden, egal wie sehr jemand bettelt und was für eine herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einziger übrig. Vertrauen Sie niemanden. Das ist natürlich übel, ne? Inventar, nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt werden. Also die haben Aspirin, Konserve, Müsli, Wasser, Zahnpasta, Zigaretten, Toilettenpapier, das ist das Wichtigste mit. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. Zoe konnte sich ein paar Medikamente schnappen, alle an dieselbe Person adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Munition ist... Huch, jetzt habe ich schon wieder Escape gedrückt. So. Wir müssen ja Q drücken. Okay, also hier gibt es ein paar mehr Vorräte. Und Sensor. Ich hoffe, wir können uns bald mal ein Dings basteln. Bewegungsmelder. Hey, Don Julio, du bist im Weg. Ja, ist ja gut, ich gehe ja links rum. Synchron. Müssen wir den Strom erstmal wieder herstellen. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Und jetzt? Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Auf der anderen Seite des Fensters. Oh, jetzt. Ich wette, wenn wir jetzt öffnen, kommt das in. Ich habe so ein richtiges Scheißgefühl, Mann. Fertig. Auf 3. 1, 2, 3. Axel, hinter Ihnen. Was? Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt. Wow. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Schnell. Er schießt sie. Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die haben ihn umgebracht. Okay, Lärm ist nicht cool. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Ketten? Hören Sie mal Geräusche? Oh Mann.
Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Sieh deine Knifte, Bengel. Oh mein Gott. Scheiß die Wand an. Oh, leck mir die Eier. Wir müssen weiter. Oh, leck mich. Mein Herz. Schön ist das Vieh da drin. In meinem Glück. Oh. Puh, was zur Hölle war denn das für ein Scheiß, Mann? Alter, unser erster Kontakt. Leck mich. Meine Hände schwitzen. Wir haben nur das Schwänzchen gesehen. Ich frage mich, hat das jetzt aus dem Schacht heraus oder was? Hat sie ihn aufgespießt und mitgezogen, der arme Kerl? Er war doch so nett. Finden Sie einen Aufzug zur Siegen Communication. Fuck, Alter. Oh. Ja, hallo. Okay, da können wir uns wieder verstecken. Verstecken ist immer schön. So, Transistor, da müssen wir hin. Da ist der Schmiedeturm, Maschinenraumplattform. Okay. Halt, warte mal, wie stehe ich gerade? Ich guck nach da, das heißt... Hä? Moment. Wo müssen wir nochmal hin? Verdammt. Schmiedeturm. Kann ich hier irgendwie auch sehen, was wir gerade für Aufgaben haben? ID. Ach so, ich muss wirklich mit... Okay. Okay, Nostromos Logs haben wir noch keine. Das kann man halt alles finden. Och, verdammt noch eins. Oh ja, das ist sehr schön. Speichern immer gut. Speichern. Ich sollte ja drücken, sorry. Also wir können uns hier überall schon mal verstecken. Verstecken ist immer schön. Ja, wir können hier nur hoch, weil die anderen Sachen sind auch, glaube ich, gar nicht an, wenn ich das richtig... Doch, die können wir... Also wir können alles rufen. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt... Ach, da steht Lobby. Okay, und was ist hier drüben? Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol- Workplace. Na, da können wir noch nicht rein, weil die Tür verschlossen ist. Wir gehen mal gucken, vielleicht gibt es hier oben ja irgendwas. Ich weiß, ich werde es bereuen. Wahrscheinlich. Da ist ein neuer Lageplan.
Was? Sicherheitszugang. Ach, da brauchen wir einen Generator. Ja, ich weiß. Ich habe nicht bezahlt, es tut mir leid. Verstecken ist immer gut. Ach, das war jetzt gerade schon wieder kranke Scheiße. Aber ich mache für heute erstmal Feierabend. Weil ich auch gerade sehe, ich muss pausieren. Es tut mir leid, von meiner Zeit her. Das ist ja mega spannend. Also ich finde, die Spannung steigt. Scheißegal, dass wir das jetzt zum ersten Mal gesehen haben, ist das Spiel trotzdem in meinen Augen mega. Ich verstecke mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reinhauen, Leute. Tschüssi. Ende der Durchsage.